So, hallo mal wieder bei einer neuen Folge Zelda. Ja, ich bin hier bei diesem Schrein, da geht's jetzt weiter. Bin gespannt, ich bin immer noch auf dem Weg. Ich weiß gar nicht wohin. Ich weiß es schon nicht mehr. Hinter den Bergen ist irgendein Stall, wo ich den Weg fragen soll. Das weiß ich noch, sonst weiß ich nichts mehr. Was suche ich nochmal? Keine Ahnung. Besondere Waffen, die brauche ich. So, wir haben da einen neuen Schrein. Hoff mal. Diesmal kann ich alles erledigen hier. Diesen Schalter. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ridai. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay. Das war's. Ja, komm, mal los. So, und fährt er jetzt hier hin? Ist hier oben noch irgendwas? Hä? Das habe ich schnell erkannt. Ich habe meine hellen Momente. Und das habe ich mir auch schon gedacht. So. Na, ah, das war nicht gut. Ah, das war auch nicht gut. Okay, es war noch schlechter. Okay, ist noch kein Ball da. Das war okay. Okay, das ist wie so eine Kiste, wo ich nicht weiß, wie ich rankommen soll. Das ist direkt zu weit glüht. Ah, ist ein Light hier. Oh. Aber ich weiß wie. Oh. Nein! Oh, falsch Knopf. Kamera, oh Gott, sie ist brutal. Ah, es geht nicht ganz, leider. Ist der Truhe.
geil ist das denn? Aber die Klamotten kriege ich von solchen Upgrades. Piratenlink. Na, wow. Oh Gott. Wie vor Link. Gib's mir. Bam. Und ich hab mehr Schutz. Bin gespannt, was Rüstung bringt. Also bisher krieg ich halt ziemlich aufs Schnütchen. Bin gespannt, wie es später so eine richtig gute Rüstung hat. Im Kampf verhaspel ich mich halt wirklich noch sehr oft. Das größte Problem für mich ist die Steuerung. Wobei das nicht schlecht, also das Gamepad und so ist nicht schlecht, finde ich jetzt, aber irgendwie ist das schon manchmal etwas kritisch. So, jetzt müsste ich schneller klettern. Das ist nicht so doll. Oh Mann, ey, ich brauche bestimmt eine Spitzhacke für sowas. So, der ignoriert mich hoffentlich, dieser garstige Fisch. Mensch. Wieder ein Schrein, ne? Das muss so einer sein, den ich noch nicht besucht habe. Ich bin schwächer. Habe ich ihn noch erwischt. Oh, der hat überlebt. War ein Plauer. Die überleben manchmal. Ja, da hinten, da läuft ein NPC. Ich hätte so gerne ein Inventar-Upgrade. Komm, schmeiß nicht das weg. Das ist doch einfach totaler Müll. Oh, lieber das Soldatenschwertchen mit. Backe. Bummer. Was? Nein! Was musst du wegschmeißen für? Wahrscheinlich Fernkampfwaffen. 14,4, 14,5, 14. Der ist fast kaputt. Oh, mein Soldatenbogen, schade. Was? Was muss ich denn dafür wegschmeißen? Normale Waffe wahrscheinlich auch noch. Oh mein Gott. Ja, da muss der Speer weichen. Sorry, Speer. Okay, kommst du wieder mit? Dann gehen wir mal darüber, reden mit dem NPC, hoffe ich mal. Hup. Oh, okay, ist noch da. Oh, jetzt muss ich natürlich weit darüber schwimmen. Das sieht merkwürdig aus, das eine Feuer da drüben. Sieht aus wie so ein Feuer im Busch, im Dornbusch. Dornbusch. Ist ausgegangen. Komm schon. Den Typen noch sprechen hier. Wie weit ist der denn bitte gekommen? Bleib stehen.
Was ist denn da oben? Der soll stehen bleiben. Mit dem Reden. Plüpp. Plüpp. Ah da, wow. Ah oh, nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will mit dem Typen reden. Ich hoffe mal, die weichen von mir. Zusammen sterben. Und jetzt, was ist es mit euch? Er holt sich einfach den Arm vom anderen. Oh, mein Soldatenschwert ist zerbrochen. Was ist denn da los? Den da will ich. So, das ist natürlich weitergelaufen, ganz toll. Ah, oh, der steht noch da, Gott sei Dank. Bockbogen, Holzpfeil. Bogo, was ist los? Hast du dich verlaufen? Du bist ein Eisgeschwister. Stall der Zwillingsberge. Ich sehe Pferde. Doch an. Ah. Im Prinzip nichts, aber hiervon verkaufe ich mal ein bisschen was. Jo, ich werde reich. Ich guck mal, was sein Zeug kostet. Boah, was? Nö. Ups, oder Bäuerchen, sorry. Wiedersehen, das ist mir zu teuer. Oh, so viel zu erforschen und so. Ja, dann könnte ich eigentlich direkt den Dungeon da noch machen. Das ist hoffentlich der Stall und keine Bockenfestung, Goblinfestung. Ich gehe erstmal dahin. Falls es überhaupt geht, da sind irgendwelche Stacheln drumherum. Ich glaube, da komme ich schon nicht hin. Aua, tut weh. Nee, da muss ich nicht hin, leider. Leider, leider. Komm ich da rauf? Ich will einfach drunter springen, nee, geht nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Da muss ich, oh, guck mal, die sagt mir bestimmt, wie das geht. Eine holde Maid am Wasserfall. Ich schlag ich mit dem Erz. Ich wette, da gibt es eine Spitzhacke oder sowas. Hallo, junge Frau. Nee, die ist gar nicht so jung, ist so alt wie ich ungefähr. Also wie mein der Charakter Link. Agisa, guten Morgen. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum und im Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Ich habe jetzt gerade Hyrule gesagt. Ich glaube, ich bleibe auch dabei. Ich habe es eigentlich immer gesagt, ich kann ja auch Hyrule sagen, aber Hyrule klingt irgendwie, keine Ahnung, passt irgendwie besser, zu mir zumindest. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin wird hergestellt, indem man Insekten- und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Spurtmedizin. Hält 2 Minuten und 10 Sekunden. Stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden.
Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor Monstern weglaufen muss oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Sagisa, hat sie noch was zu sagen? Leuchten tut er erst seit kurzem, aber dieser Schrein hier hat schon an die 10.000 Jahre auf dem Buckel. Es gibt so viele von den Dingern, dass man bald hinter jedem Hügel über einen stolpert. Die Archäologen überschlagen sich regelrecht vor Begeisterung und versuchen, sie alle zu finden. Aber mich interessiert das alles nicht. Andererseits, dieses Licht, das hat schon was. Hat sie noch was zu sagen? Ja, okay, das ist das, was sie gerade gesagt hat. Du machst ja schon so ein bisschen wie bei Dark Souls. Eigentlich so lange an, aber bis sie wieder dasselbe sagen. Den hatte ich eben. Ja, genau, das Fleisch, dann will ich wieder was verkaufen hier. Nee, nee, nicht mit mir. Wow. Ah, oh Gott, das ist übel. Das ist übel. Das sollte weiter weg sichtbar sein. Da taucht der NPC auf. Da ist er weg. Naja, ist halt ein relativ dünnes, kleines Ding. So viel Grafikpower steckt da, glaube ich, schon auch nicht drin. Unsicher, wo es lang geht? Nein. Wo kann ich den Gockel erlegen? Ich hoffe, mit denen sollte man sich nicht anlegen, weil... Das hatten wir schon mal. Ich glaube, bei Ocarina of Time haben die einen irgendwann ein Bild gemacht, haben sie einen verfolgt und gejagt. Was ist da hinten denn? Eine Pflanze? Ach, das ist so ein Pelikan. Nein, 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 kein Brandfall. Oh, hier ein bisschen Geflügelfleisch hier. Leckeres Geflügel, das sind Ponys. Reden wir erstmal mit den Leuten hier. Da gibt's bestimmt was Tolles. Hier mal bestimmt Zügel oder sowas, hoffe ich mal. Muhu. Muhun. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und habe dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forschte Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blut was? Wie? Das kennst du nicht? Das geht ja nicht an. Hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Also Respawn sozusagen, nehme ich mal an. Also kompletter Respawn. Die ganzen Nahe, die ich gerade ausgelöscht habe, werden dann wieder bevölkert sein. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Was ist denn? In Hinsicht auf die Forschung heute Nacht wollte ich mich gerade etwas hinlegen. Der Mond heute? Ich fühle mich ganz fiebrig. Heute Nacht wird irgendetwas geschehen. Ich weiß es einfach. Möchtest du sonst noch etwas fragen? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muhun. Ah, Verzeihung. Shit. Ich glaube, jetzt habe ich ihn nochmal. Nee, da. Gut. Gott sei Dank nicht. Ah, irgendwie würde ich den Zoom gerne abschießen, aber ich lasse es mal hier. Nein. Nein, 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 nein. Ich rede da mit dem Knaben. Oder mit dem. Warte mal, ist das Mädel von da drüben? Oh, was ist das Leute für einen? Den kenne ich noch nicht. Den. Steht die noch da? Dann ist es. Okay, dann. Geh doch mit dem hier. Der sieht ja sehr schwer beladen aus. Aber er hat ein Schirmchen. Das ist eine Frau oder ein Kerl? Gehen wir mal mit der Figur hier, dann wissen wir das, glaube ich. Das ist eine Frau, Terry. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Oh, wobei, jetzt könnte es eigentlich auch ein Kerl sein. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Das Top irritiert mich total halt.
Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, ich bin ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen als heute behilflich sein? Ich gucke mal erstmal, was es da zu verkaufen gibt bei ihm. Und dann gucke ich mal, was er kauft, aber auch Waffen kauft. Holzpfeile. Okay. Ausdauerschrecke, Octorok-Ballon. Das ist alles? Das ist ja nicht viel. Ich gucke mal, was er kauft. Ich danke Ihnen. Okay, also nur Zutaten. Keine Rüstung. Die anderen haben wenigstens eine Rüstung gekauft. Ich bin gespannt, ob es auch jemanden gibt, der Waffen kauft. Lass mal gut sein. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bye, bye. Okay, gucken wir uns hier weiter um. Mit dem Mädel habe ich... Oh, guck mal hier, Feuerholz. Gehen wir mal den... Oh, Äpfel. Aber mit der habe ich schon gesagt, ja. Wenn keine Äpfel mehr da sind, bringen die Kinder neue. Mir wurde gesagt, ich kann so viele nehmen, wie ich... Oh, nice. Oh, schon habe ich mir die... Oh, ein Hund. Hallo. Hey, Shibo. Meinst du, der Junge da hat Interesse an Pferden? Ja, Dato. Sieh seine Augen an. Er kann es gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Was ist da los? Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt in deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferde im Kopf, was? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Ach nee. Und das heißt, bei uns bist du genau richtig. Uns kannst du alles über Pferde fragen. Wir stehen dir mit Rat und Trab zur Seite. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber mein Vater will, dass wir den Spruch sagen. Wie fängt man sie? Wildpferde sind sehr scheu. Wenn sie jemanden in der Nähe wittern, laufen sie sofort weg. Also man muss sich gegen den Wind an sie annähern. Du musst dich ganz langsam von hinten anschleichen und dann hopps aufspringen. Wenn du dich duckst und dich ganz langsam anschleißt, dann bemerken sie dich nicht. Ducken, ja, das wusste ich schon. Das erklären sie einem das so. Papa hat uns alles beigebracht. Welche sind gut? Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gutmütig und einfach zu zähmen. Reine Schimmel oder Rappen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Ich frage mich, ob das wirklich stimmt. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Papa sagt immer, am Anfang ist es eine Plackerei mit den Einfarbigen, aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst einen Schecken fangen. Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen Einfarbigen. Hast du verstanden? Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Wie zähmt man sie? Solange Wildpferde nicht richtig gezähmt sind, laufen sie gern mal dorthin, wo sie wollen, oder schütteln sich. Wenn das passiert, solltest du sie durch Tätscheln beruhigen. Aber man darf sie nicht einfach die ganze Zeit nur tätscheln, sagt Papa. Tätschle sie, wenn sie brav waren und auf dich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn du absitzt, es ist eine Art, dem Pferd Danke zu sagen. Hast du verstanden? Papa hat uns alles beigebracht. Ja, ich weiß Bescheid, Dudes. Tschüss, komm bald mal wieder. Oje, oje. Tschüss, komm bald mal wieder. Ja, ja. Ein Hund. Hallo. Knuffig. Knuffig, 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 knuffig. Hallo. Kann man auf den auch reiten hier? Was ist da denn? Ah, das ist ein Wächter, oder? Schon mal angucken. Merkwürdige Steine hier. Wie lange? Oh, schon 24 Minuten. Ich würde sagen, ich werfe noch eine Bombe auf diese Kisten. Yep.
Eieiei, da fliegen die. Huch. Da fliegt ja alles kreuz und quer. So, ich guck da nochmal ins Zelt, beziehungsweise ich stelle mich mal hier auf und guck dann in der nächsten Folge ins Zelt. Also, halt die Klappe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.